Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 hier auf der Landwehrkanal zusammen mit Freddy und Nico. Jo, hallo. Moin, moin. Ja, mein geistiges Alter ist fuck. Halten wir dieses für die Nachwelt fest. Ja, eine wichtige Info. Schneid das mal mit rein. Genau, schneid mal das. Ah, ne, da muss er schneiden und das kostet extrem viel. Das ist doof. Aber es wäre lustig. Aber ich hab's ja auch nicht aufgenommen. Ach so. Ah, das wäre richtig cool, dieses. Fuck. Das hätte hinten was. Hinten so Outtakes dran. Für alle, wir wechseln uns ja quasi ab am Anfang des Parts. Also, den ersten Part habe ich anmoderiert, den zweiten Nico, den dritten Freddy. Dieses Mal war es der siebte Part, wenn ich mich nicht täusche. Dementsprechend war ich wieder dran. Und ich habe halt, weil ich immer anzähle, halt 1, 2, 3 und dann geht's los. Habe ich halt 1, 2, 3 gezählt. Und dann war Stille und ich habe kapiert in diesem Moment, dass ich eigentlich selber dran gewesen wäre. Und das war halt eine recht prekäre Situation. Und dann kam ihm ein kleines, aber leises Fuck über den Mund. Das war schon sehr lustig. Äußerst amüsant. Eigentlich müssen wir mal so ein Outtakes-Part machen. Keine Ahnung, Gameplay und dann einfach mal Outtakes drüber schneiden, aber du schmeißt die wahrscheinlich direkt weg, ne? Arbeit? Ja, aber das Problem ist jetzt, ich hab da noch gar nicht aufgenommen, weißt du? Ich weiß, aber ich meine mal so Sachen so 3, 2, 1, blablabla, Mist. Blöd, dass ich die bis jetzt immer gelöscht hab. Wenn wieder so ein Crasher kommt, so wie 3, 2, 1, mach eins. Ja, ja, genau. Oder so eine Sache. 3, 2, 1, deins. 3, 2, 1, meins. 1, 2, 3. Kein Bier vor 4. Weißt du, das wäre mal lustig, aber gut. Sowas haben wir ja nie wirklich aufgenommen. Also, das ist aufgenommen, aber gelöscht. Jetzt geht's ehrlich gesagt ein wenig in den Zollmod. Oh, hat er nicht gesagt. Ich überlege, ob ich jetzt... also eigentlich müsste der Bodenwert noch ziemlich gut sein, wenn ich jetzt einfach sage... drüber grubbern. Wenn ich mir das so richtig überlegt habe. Ansonsten müsste ich vielleicht auch kalken. Dann kalk doch einfach und dann grubbern wir. Ja. Aber vielleicht sollte erstmal das Stroh eingesammelt werden. Auf dem anderen Feld ist doch alles eingesammelt, oder? Nee, das mache ich gerade. Ich mache gerade die letzten zwei. Ah, und gut. Es müsste natürlich ordentlich Anhänger abgefahren werden, weil ich bin schon wieder voll. Ja gut, ich habe wieso gerade dir den leeren hingestellt, ne? Jo. Ich probiere ja an alles top. Zu denken. Du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Wie viel Weizen haben wir eigentlich mittlerweile hier runtergeruppt? Das ist Gerste. Gerste, sorry. Okay, wir haben 20.000 circa Gerste und 44.000 Weizen. Du denkst aber, dass wir ein Drittel von diesem Feld erst gerade geräuschen haben, ne? Ja, da kommt noch einiges runter. Ich glaube, wir kommen auch auf 50, so würde ich schätzen. Mehr. Bestimmt. Feld 2 ist ein Drittel größer als Feld 3. Oh. Kommt mehr runter, da kommen wahrscheinlich sogar 70 oder so runter. Dementsprechend jetzt erstmal ein bisschen ein paar Liter wegfahren. Und dann wollen wir auch mal ein bisschen kalken, untergrubbern. Den Boden bearbeiten. Und dann gucken wir mal, wie sich die Werte einpendeln. Das ist halt, es gibt dazu jede Menge Tabellen und die werden wir auch da auf jeden Fall ein bisschen berücksichtigen. Aber ich finde, dass ich das auch einfach erstmal so ein bisschen einpendeln muss, wie man damit arbeitet. Und deshalb arbeiten wir jetzt erstmal ein wenig nach Bauchgefühl. Also es sollte eigentlich so ziemlich passen, wenn wir das so machen. Also der Nase nach. Der Zollmod. Also am besten so viel Gülle wie möglich. Ja genau, so viel Gülle wie möglich ist ein gutes Stichwort. Gülle haben wir nämlich nicht. Das ist nicht ganz so geil für unseren Boden. Ja, dann würde ich mal sagen, ordentlich Kühe machen lassen. Oh, wir könnten sogar 5 Kühe oder so kaufen, aber so viel Geld bringt uns, glaube ich, aktuell noch nicht so wirklich. Wir müssen nur ordentlich für Gras sorgen. Was, warte mal, auf wie viel Prozent laufen unsere Kühe gerade? Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Überblick. Boah, die ganzen Karten, ne? Ich habe mich da immer noch nicht so richtig reingefunden. Letzte oder vorletzte Karte. 54% Produktivität haben wir.
Ja, geht ja eigentlich, oder? Man müsste halt ja, noch ja. Silage reinballern, dann käme man noch höher. Dann käme man auf 100%, ja. Ja. Wasser habe ich ja auch nachgekippt, ne? Also, die haben jetzt Wasser in der Tränke. Habe ich ja schon geholt. Das bringt ja auch nochmal 10% extra. Problem ist nur, wir haben kein Mais. Doch, wir haben Mais. Haben wir Maisfeld? Nein. Wir haben ein Maisgebiss, aber kein Maisfeld. Ja, wir haben im Garten Mais stehen. Und wir haben kein Häcksler. Gut, wir wir haben Häcksler, wir haben Gebiss. Also ein Einreiher Häcksler. Ja, aber überlege, wir haben kein Maisfeld. Doch, doch, im Garten. Wir müssten ein Feld von den, was weiß ich, Feld 12 da unten in Streifen oder so. Halt eins von den kleineren würde ich fast einmal mit Mais machen für Silage. Ich würde sogar fast sagen, wir nehmen Feld 3. Ja, weiß nicht, da finde ich die Form für ein Einreihen ein bisschen scheiße. Ich würde lieber ein möglichst recht. Vielleicht könnten wir. Vorgewende dreschen war, den Rest häckseln war. Wir könnten auch Feld 12 und Nummer 38 nehmen, diese beiden länglichen von uns. Ja, obwohl Feld 38 wahrscheinlich sogar reichen sollte. Ist kein kleines Feld auf jeden Fall. Ist auf Feld 38? Ne, da lag ja noch gerade. Da muss auch noch gegrubbert werden, okay. Aber wir müssen so ziemlich überall grubbern. Ja, und auch kalken. Das werde ich jetzt erstmal ein bisschen machen. Ja, solange ich hier jetzt nicht nochmal die ganze Zeit leer durch die Gegend stehe, ist mir das eigentlich. Ja, da sollten eigentlich jetzt wieder leere Anhänger sein. Aber mein Internet funktioniert gerade recht zuverlässig. Ja, 50er Ping hast du ziemlich stabil. Ich habe jetzt dein Verbindungsprotokoll hier rechts auf dem Monitor. Ich mein's auch. Dann hast du alles. Ich habe nur einen Monitor. Für den Fall, dass du dich irgendwann nicht mehr meldest, kann ich dann nachgucken, ob es am Ping liegt. Haha. Nee, ich glaube, das sollte jetzt. Ich bin jetzt wieder in meinem Arbeitsrhythmus drin, ne? Ich finde die Kurven mit Lenkrad hier teilweise so genial, weißt du, du klemmst das Lenkrad quasi auf einen Grad fest und ziehst dann durch die Kurve. Ja. Sehr, sehr chillig. Obwohl ich das Lenkrad sogar fast ein bisschen klein finde. Das könnte ein bisschen größer sein, vom Durchmesser her. Was mich ein bisschen stört, wir haben ja beide einen relativ hohen Schreibtischstuhl. Ja, das nervt richtig. Dass die Schraube da unten so groß ist. Die könnte, das könnte halt irgendwie ein bisschen kompakter sein, dass man da mehr hat. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich mal quasi die Räumlichkeiten wechseln sollte, mir den Schreibtisch irgendwie so zu bauen, dass es da eine andere Lösung für gibt. Aber so richtig eine Patentlösung hatte ich da auch noch nicht. Der Wagen kann weggebracht werden übrigens. Alter, du holst da die Karren runter von dem Feld. Ja, weiß nicht, bei Schubkarren ist das jetzt nicht wirklich schwer, ne? Ja gut. Vor allen Dingen hast du halt Schubkarrengröße Bunker. Ja, Bunker ist eher so 2-Eimer-Größe. Boah, 2 Eimer, Kasten Bier und eine Schubkarre, mehr brauchst du nicht. Dann steht die Ernte. Da hast du alles, wenn du ein Bier da hast, dann kommen auch ein paar Kollegen vorbei und helfen dir. Ja. Kann ich schon kochen und du erntest mit den beiden Eimern. Auf Feld 38 hat noch keiner Stroh eingesammelt, ne? Nein, ich glaube nicht. Das könnte Freddy nachher machen. Ich glaube, nach dem Feld habe ich es auch erstmal gesagt. Mit dem Tüdelding hier durch die Kanne. Das Ding ist geil, oder? Naja. Ehrlich, das Karre. Das Ding ist krass drauf, glaube ich. Ja, so 17 km/h, ne? Also Freddy, du könntest aber auch noch einen Ladewagen nochmal ins Lager fahren, ein oder zwei. Ne, jetzt bin ich schon am Lager vorbei, jetzt fahre ich nicht. Ja, ich meine, aber du könntest noch, du kommst ja noch ein oder zwei runter. Hier könntest du auch noch ein paar ins Lager fahren. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal eine Karre Kalk dabei. Schauen, wie das so funktioniert. Und dann lassen wir das Kalk wirklich da einen Tag liegen und erst morgen werden die ganzen Felder gegrubbert, ne? Jetzt fragst du mich was. Ich glaube, du kannst es kalken und dann grubbern, aber du sollst dann nicht nochmal irgendwas anderes draufwerfen. Also eine Bodenbearbeitung plus eine Düngung pro Tag. Ja, das habe ich auch so im Ohr. Ich wollte sicherheitshalber jetzt einfach mal beides trennen, für den Fall, dass es nicht so war. Nee, das sind ja verschiedene Planes, das sollte funktionieren. Hat Markus doch breit und ausführlich erklärt, weil das ja so hochwichtig ist. Rein reotetisch ist das auch alles sehr
knifflig. Aber ich glaube, dass sich das auch einfach so einstellt, wenn man, sag mal, seinen Rhythmus entwickelt, dass man halt immer kalkt und so weiter. Ja, natürlich. Wobei der Soilmod natürlich auch wetterabhängig ist, sprich, wenn wir mal eine schlechte Wetterperiode haben oder sehr warmes Wetter, kann es sein, dass die Bodenwerte von der Feuchtigkeit kaputt gehen und so weiter. Das wird auf jeden Fall alles noch interessant. Aber ich glaube, das ist auch einfach mal was, also im Endeffekt, mir ist es auch egal, wenn wir nur mal den halben Ertrag runterkriegen, dann ist es halt so. Ist ja in echt auch mal so, dass du ein schlechtes Jahr hast. Du hast ja nicht immer, auch wenn du alles richtig gemacht hast, kann ja das Wetter im Endeffekt dann mal nicht mitspielen oder sowas. Ja, und dann ist ja dann, das Wetter ist ja so gesehen Hauptfaktor in dem ganzen. Ja. Also hier ist das Wetter, glaube ich, nicht ganz so ein krasser Faktor. Es macht auf jeden Fall was aus bei Boden, Feuchtigkeit und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn Wetter nicht passt, ist alles vorbei, so ungefähr. Ja, das Problem ist einfach, dass du ja nicht dieses Problem hast wie in echt, wegen der Feuchtigkeit der Ernte, ne? Ja. In echt, oder dass du durch Hagel oder sowas, oder, ja, oder dass dir dadurch die Ernte auf dem Feld schon kaputt geht. Ja, das hast du hier, ist ja alles nicht mit einberechnet. Ja. Leider, muss man dazu Nein, sagen. Nein, ist besser so im Ernst. Das denkst du? Viel. Na, wenn das Ganze, ich sag mal, ein einfach übersetztes System wäre, dann fände ich das gar nicht so schlecht, weil das wird auf jeden Fall Tiefe reinbringen mal in den Ackerbau. Ja, aber überleg mal, das einfach zu reinzubringen ist schwer, verdammt schwer. Also das kriegst du nicht einfach rein. Ja, man müsste es halt stark vereinfachen. Dann werden sich die Leute, die richtig realistisch spielen wollen, halt wieder, ja. Nö, das gar nicht mal. Man könnte das ein Zwischending machen, aber überleg einfach mal, da müsste man die kompletten LS-Strukturen, diese Strukturen, die seit mehr als 5 Jahren drin sind, müsste man alle über den Haufen werfen. Weil ja, aber das ist vielleicht auch irgendwann mal in der Zeit, nach so vielen Jahren, dass sich da was tut. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Streuer nicht anging und da habe ich gesehen, ich hatte irgendwie zwischendurch den Schlepper ausgewählt. Habe ich ordentlich daneben gekalkt jetzt. Schöne ist ja hier, wir können drüber grubbern und das ist weg, weil das Randgras bleibt ja. Ja. Freddy, bist du so nett und ja. Bring die Anhänger mal bitte schnell weg. Hat noch gar nicht gehört, was los ist, aber ja. Das nenne ich meine Arbeitseinstellung. Ja. Er darf den guten Deutz fahren, hallo? Okay, das ist natürlich ein Grund. Ja, solange der schneller fährt als die Schubkarre da vorne, ist alles gut. Schubkarre mit einem Netz drüber, entschuldige. Schubkarre mit Netz drüber. Ist das so, dass ja, die Ladung nicht runterfällt? Wahrscheinlich wie bei so einem Container. Aber das Ding ist echt schrecklich, da stimme ich dir vollkommen zu. Ganz gefährlich, du. Ich muss auch sagen, dass der Düngerstreuer relativ schrecklich ist. Guck mal, der ist so dünn, der kann gar keinen Motor haben. Das ist dann noch wie bei so einem Laufrad. Düngen könnte so eine schnelle Arbeit sein, ne? Ja, aber nicht mit dem Ding. Ja, vor allen Dingen kannst du auf einem Feld 10-mal den Kübel leer machen. Also ich glaube, eine neue Spritze ist auch was, also einen neuen Düngerstreuer. Neuer Düngerstreuer. Erst kommt ein neuer Ladewagen, im Ernst. Na, wenn wir weiterhin das Zeug so aufladen, ja, dann ja. Werden wir machen, das bringt Geld. Ja, und vor allen Dingen müssen wir halt ein bisschen, ja, das Problem ist vor allen Dingen, finde ich, bei denen bei weiten Strecken auf dem Feld arbeitet der eh vernünftig, aber wenn du halt mal eine weitere Strecke mit dem Ding fährst, da hast du halt deinen Kübelwagen da, ne? Nein, auch das Füllvolumen ist grausig. Naja, 10.000 geht eigentlich sogar. Naja, 10.000 für einen Ladewagen, ne? 10.000 für einen Kipper ist ja okay, aber 10.000 für einen Ladewagen ist einfach grottig. Ja, überleg mal, unser Kipper ist halb so groß. Ja, das ist ja das Schlimme. Da kann ich wirklich mit der Hand auf den Hänger hier schaufeln, bin trotzdem schneller. Ja. Das Bittere ist ja einfach, dass der Drescher nicht mal zweimal in unsere Anhänger reingeht. Aber man soll sich nicht beschweren, sondern so hinnehmen, wie es ist, und das machen wir jetzt einfach mal. Richtig, deswegen das nächste, was neu gekauft wird, ist Anhänger, Dünger, Streuer und Ladewagen. Ich finde die Anhänger gar nicht so schlimm, muss ich zugeben. Ist eigentlich echt human. Stell dir mal vor, wir dreschen jetzt auf Feld 38. Mit dem Ding hier. Feld 38 ist das da. Das, was ganz am Ende der Welt ist, gefühlt. Ja, es sieht nicht größer aus als Feld 2. Es geht nicht da um die Größe, es geht darum, dass es ewig weit weg ist und mit diesen uralten Krücken du nicht wirklich schnell fahren kannst. Heißt natürlich im Umkehrschluss,
Wir werden mit zwei so einen Lütten Clubkarren nicht wirklich weit kommen. Ach, die Sauersocke parkt hier auch. Möchtest du nicht lieber Dünger streuen? Ja, warum eigentlich nicht? Sieht bei mir so aus wie so ein dieses Flimmern auf dem Fernseher. Was ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Kalktextur, die ist so hoch. So fein auflösend, weißt du? Aber du kriegst nicht den IAC dafür. Ja, was denn dann? Den Deutsch, oder? Komm schon. Von mir aus, ist mir egal, was gerade frei ist. Ich stell dir den Düngerstreuer mal an die Kalkversorgung hier am Hof. Und dann stell ich dir den Anhänger hier mal. Den Anhänger will ich gar nicht haben. Ach, den willst du gar nicht haben. Na gut, dann ich wollte jetzt eigentlich direkt hinterher grubbern. Ah, nein, na gut, das. Dann wirst du den Job übernehmen, den Freddy jetzt hatte. Was hatte Freddy denn für einen Job? Mich abfahren. Ach, das war ein One-Man-Job. Das ja, ist ein gut, Job immer mal zwischendurch. Einen, ja? Mal zwischendurch, der nächste Anhänger ist voll, Freund. Ja gut, aber den machen wir erst in der nächsten Folge leer. Ciao. Tschö. Ciao.